Theater in der Christkindeltram, das durften die Caro Kids, der Kinderclub der Stadtwerke Augsburg, jetzt genießen. 90 Kinder zwischen 6 und 12 Jahren durften zusammen mit einer erwachsenen Begleitperson diese ganz außergewöhnliche Stadtrundfahrt miterleben, in der die 42 Meter lange Tram für eine Stunde zur längsten Bühne wurde, die das Fastfood-Improvisationstheater aus München je bespielen durfte. War das jetzt eine besondere Herausforderung für euch heute? Das ist auf jeden Fall eine besondere Herausforderung. Es gibt, glaube ich, keinen anderen Ort, wo man spielt, dann miteinander sich anschaut und plötzlich im nächsten Moment verschwindet der andere um die Ecke, weil die Trambahn um eine Kurve fährt. Also, und dann weiß man gar nicht mehr, was los ist. Doch das Ensemble des Fastfood-Impro-Theaters ist super eingespielt und baute die Vorschläge und Berufswünsche der Kids gekonnt und innerhalb von Sekundenbruchteilen in ihr Spiel ein. Da kämpfen dann Aliens gegeneinander in der Straßenbahn, die Tram wird zur Schleuse in eine andere Welt und die Kids singen zusammen mit den Schauspielern. Simon, für dich waren es ja heute auch mal ganz andere Bedingungen zum Keyboard-Spielen, oder? Ja klar, heute war ganz anders. Natürlich, es wackelt die ganze Zeit und man bekommt nicht so viel von den körperlichen Impulsen mit von den Schauspielern. Das ist natürlich schwierig, weil alles so breit ist. Kann man es lernen, Impro-Theater zu spielen oder muss man das irgendwie im Blut haben? Beides, wie bei allen guten Dingen, die man so tut. Also man braucht die Lust an der Veränderung, natürlich die Lust am Theater, die Freude am Spiel, die Wendigkeit im Kopf und im Körper. Und gleichzeitig kann man das auch alles üben. Jeder Auftritt ist also eine tolle Probe für die Schauspieler. Und die Kids fordern sie natürlich nochmal ganz anders als Erwachsene. Doch wie kamen die Kinder Theatertram bei den Caro Kids an? Es war wirklich ein sehr schönes Ereignis. Es war sehr witzig und die Theaterschauspieler haben sich was wirklich Gutes einfallen lassen. Hast du auch ein bisschen mitgemacht oder hast du es dir nur angeschaut? Ich habe auch ein bisschen mitgemacht. Es war sehr spannend. Es hat mir gut gefallen. Das Los hat entschieden, wer der 1000 Caro Kids Clubmitglieder in der Kindertheatertram dabei sein darf. Aus 160 Interessenten wurden 90 glückliche Kids ausgewählt. Doch die Theatertram ist nicht das einzige Abenteuer für die Caro Kids. Wir gehen zum Beispiel in die Kinderklinik in den OP und schauen das mal an zum Angstabbau. Wir haben letztens eine Taschenlampenführung im Dom gehabt. Wir sind immer zu Gast auf dem Plärrer, wo wir einen Blick hinter die Kulissen kriegen, mit Riesenradfahren und Würstle essen und Zuckerwatte. Dann basteln wir zwischendrin und wir schauen die Synagoge an, machen da eine Kinderführung, sind dann wieder bei der Sparkasse, sind bei der Polizei. Also es gibt das ganze Jahr ein ganz, ganz breit gefächertes Programm. Ein Caro-Kid kann übrigens jedes Kind zwischen 6 und 12 Jahren werden, dessen Eltern Kunden bei den SWA sind. So einfach geht das. Lassen Sie sich dieses Angebot für die Kleinen also nicht entgehen. In diesem Sinne wünschen Ihnen die SWA frohe Weihnachten.